So, was wir uns jetzt überlegen, ich hatte gerade schon gesagt, dass diese beiden Konzepte äquivalent sind. Das gucken wir uns jetzt an. So, das muss ich jetzt leider schreiben, weil ich habe vergessen, die Folien da rein zu kopieren. Ich dachte, ich hätte das getan. So, und sozusagen, das machen wir als einen Satz. Und der lautet, zu jedem PDA M1 existiert ein zweiter Automat M2. Und zwar der folgenden Form mit L von F M1 ist gleich L E M2. Das heißt, ich habe einen Automaten M1, daraus kann ich einen Automaten M2 akzeptieren und dieser Automat M2 akzeptiert über den leeren Keller alle die Worte, die der Automat M1 über den finalen Zustand akzeptiert. So, und das muss man sich halt kurz überlegen, warum das so ist. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir M1 gegeben haben, das heißt, wir müssen jetzt, ich schreibe es mal so hin, tatsächlich konstruieren. Und zwar so abstrakt, dass wir uns jetzt nicht irgendein Beispiel rausgreifen. Ein Beispiel haben wir eben gesehen, das habe ich eben gemacht. Wir wollen es halt allgemein zeigen. So, also M1 sei der folgende Automat. Wir haben K1, wir haben Sigma1, wir haben Gamma1, wir haben Delta1, wir haben S1, wir haben Z1, nenne ich das mal, und wir akzeptieren über einen finalen Zustand. Wir haben eine Menge von finalen Zuständen F1. So, und wir definieren nun wie folgt. Da sei jetzt überall halt eine 2 unten dran. Und dann gucken wir uns an, was da passiert. So, K2 besteht aus den Zuständen von K1. Und wir brauchen zwei neue Zustände. Das ist einmal ein Zustand S2 und ein Zustand Epsilon nenne ich das mal, die beide nicht in K1 sind und S2 ist neuer Startzustand. Das Alphabet der Eingabezeichen, das bleibt. Das Alphabet der Stackzeichen, das bleibt auch, wird aber ergänzt um neues Element Z2. Und Z2 ist kein Element von Gamma 1. So, Z2 ist das neue unterste Stack-Symbol. Die Menge der finalen Zustände brauchen wir nicht, das heißt, die ist leer. Und Delta 2 definieren wir wie folgt, das ist Delta 1 vereinigt mit drei neuen Übergängen oder drei neuen Übergangsmengen. Delta Start, Delta Final und Delta Leer. So, und die vereinbaren wir wie folgt. Ich erkläre das gleich, was die Idee dahinter ist. Das sieht jetzt auch wieder fürchterlicher aus, als es eigentlich tatsächlich ist. So, und da steckt drin S2. So, was wir hier machen, das ist quasi sozusagen der erste Schritt. Das ist der Startzustand. Wir machen nichts auf der Eingabe. Z2 ist das unterste Stack-Symbol. Und was wir jetzt machen, wir schreiben das Stack-Symbol, das unterste Stack-Symbol des ersten Automaten Z1 einfach auf den Stack drauf. Das heißt, der Stack Ausgangssituation von M2 ist wie folgt, da steht eigentlich das Z2 drauf. Das ist ein Symbol, das steckt nicht in der ersten Maschine drin. Und jetzt legen wir einfach das unterste Stack-Symbol der ersten Maschine da drauf und dann lassen wir die Maschine M1 wie gewohnt arbeiten. Ja, mit diesem Z1 kann sie umgehen, mit Z2 kann sie aber nicht umgehen. Ja, die rechnet dann ganz normal. Und dann müssen wir gucken, was passiert, wenn wir sozusagen den Keller hier ganz abgearbeitet haben. Das heißt, wir brauchen dann auch hier dieses Delta Final, beziehungsweise wir müssen irgendwas tun, wenn wir in einem finalen Zustand sind, weil wir wollen ja zeigen, dass wir zu einer Akzeptanz über einen finalen Zustand auch über einen leeren Keller akzeptieren können. Das heißt, was passiert, wenn wir in einem finalen Zustand sind? Da kommen die Übergänge dazu Q, A. So, und das machen wir für alle A aus Gamma 2 und Q aus F1. So, die Idee ist, das ist quasi hier, da räumen wir auf. Wenn die erste Maschine, also wir sind hier jetzt losgelaufen, M1 arbeitet dann, und wenn die erste Maschine in den finalen Zustand gerät, ja, dann gehen wir in einen speziellen Zustand über, Aufräumzustand, das ist der Zustand S-Epsilon, ja, der löscht einfach alles nur noch vom Keller. Ja, also wir haben einen finalen Zustand erreicht, wir machen nichts mehr auf der Eingabe. Für jedes Stack-Symbol, was da draufstehen kann,
aus Gamma 2, nicht aus Quadrat, sondern aus Gamma 2. Also alle die Stack-Symbole der zweiten Maschine. Das stimmt nicht, da muss Gamma 1 stehen. Also alles, was die erste Maschine sozusagen hier auf dem Stack abgelegt hat, bei der Akzeptanz über den finalen Zustand ist es ja egal, was da steht. Und das schmeißen wir jetzt alles weg. Das passiert hiermit. So, und dann müssen wir zum Abschluss noch, wir wollen ja über den leeren Keller akzeptieren, zum Abschluss müssen wir halt dieses Z2 noch eliminieren. So, das heißt, wir müssen noch das haben. Jetzt leeren wir noch den Keller bezüglich von Gamma 2, das heißt für S, Epsilon, E, A. Und das machen wir jetzt für alle A aus Gamma 2. Ja, da dürfte jetzt eigentlich nur noch das Zeichen Z2 stehen. Ja, das könnten wir eigentlich auch machen, dass wir nur noch das Z2 da löschen. Ja, also, das habe ich erläutert. Ich schreibe das nochmal hin. Gamma final. So passiert das genau dann, wenn ein finaler Zustand erreicht wird. Wichtig ist natürlich, dass die Eingabe immer komplett verarbeitet ist. Also wenn wir noch irgendwas hinterher auf dem Eingabeband haben, dann dürfen wir nicht akzeptieren, aber das war ja auch Voraussetzung für überhaupt Akzeptanz, dass also die Eingabe komplett verarbeitet ist. So, und das Ding hier räumt den Keller auf, wenn ein finaler Zustand lediglich Z2 bleibt stehen. So, und dann räumen wir den Keller komplett auf. So. So, und mit diesem Automaten, der jetzt so arbeitet, ja, akzeptiert der halt entsprechend über den leeren Keller. Ja, der simuliert quasi M1 und hat nur sozusagen so ein bisschen was drumherum gebastelt, nämlich, dass wir noch ein zusätzliches Symbol hier auf dem Keller haben. Und das schmeißen wir aber hinterher weg und haben dann über den leeren Keller akzeptiert.